Zeig uns noch mal wieder die Hälfte. Hater. Sarah Thor! Willkommen zum neuen Biervergleich bei Sarah Thor. Heute vergleichen wir das schlechteste Billigbier Deutschlands. Danke, Vanessa. Und Oettinger. Danke, Vanessa. Im Folgenden sehen Sie, wie ich beide Biere probieren werde. Bei einem begebe ich mich in Lebensgefahr. Beim anderen bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wir wissen beide, von welchem ich spreche. Aber wir werden sehen, wie es ausgeht. Für mich sind alle Türen offen, vor allen Dingen das Tür zu Klo. Um meine Kehle vor diesem weltentscheidenden Biervergleich zu bereinigen, trinke ich noch einen Shot Wodka aus einem Averna-Glas. Er muss mit uns dran. Oettinger. Also zum ersten Mal finde ich das Etikett sehr ansprechend, vor allem wenn ich wenig Geld ausgeben möchte. Dann will ich sowas sehen, weil das sagt mir, ja, ich kriege was Billiges für wenig Geld und ich werde enttäuscht sein, aber für das, was ich bezahle, vielleicht auch nicht. Das finden wir gleich heraus. Wie man hört, es schmeckt quasi nach nichts. Es ist ganz, ganz minimal herb im Abgang, aber es schmeckt wie Wasser. Es ist tatsächlich das wässrigste Bier, das ich jemals habe kosten dürfen, aber das hat den Vorteil, dass ich davon nicht kotzen muss, weil es halt noch nicht schmeckt, als würde ich Wasser trinken. Also ich könnte das literweise runterkippen und mir würde gar nicht auffallen, dass es Bier ist. Nun trinken wir das Aktienheft. Preisgekühlt. Das Etikett ist sehr ansprechend. Neues Aktienlogo und hellblauer Hintergrund für eine Bayern immer so Heimatgefühl. Wir werden sehen, ob der Geschmack das auch wiederbringen kann. Es ist anzumerken, dass alle diese Biere gut gekühlt sind. Also wenn wir sie lauwarm trinken würden, würde ich hier garantiert mit einem Plastiktopf sitzen und ihn bis zum Rand füllen. Brauche ich noch einen zweiten, den ich auch bis zum Rand füllen würde. Aber in diesem Fall, dieses gut gekühlte Bier, es hat nicht diesen herben Abgang, schmeckt auch ein bisschen wässrig. Ich würde sagen, jetzt hat so auch im Bauch heraus, will ich nicht kaufen. Nun, da wir beide Biere gekostet haben, kommen wir zu unserem finalen Fazit. Das hier, Aktien, wässrig, kein herber Abgang, ist wie die Inzucht mit meiner Schwester. Es kommt nur kranker Scheiß raus. Dieses Oettinger ist wie die nicht ganz so inzuchtige Inzucht mit Marcells Schwester. Es kommen keine kranken Kinder raus. Ich würde sagen, wer in diesem Fall Oettinger trinkt, hat mehr davon und sitzt nicht das ganze Jahr in der Wartehalle eines Krankenhauses für Geisteskranke. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, auch dieses Biervergleichsvideo wieder anzuschauen. Gerne möchte ich nochmal auf den Testsieger aus unserem letzten Video hinweisen. Unbezahlte Partnerschaft, Link in der Beschreibung. Außerdem würde ich mich darüber freuen, wenn ihr ein Like da lasst, favorisiert, teilt mit allen euren Arbeitskollegen, Freunden und Familienmitgliedern. Ich wünsche euch stellvertretend für Sarah Thor, Vanessa und Sarah Thor 2 wunderschöne frohe Weihnachten. Macht was Schönes mit der Familie. Tegernseher und Aktienbrauerei. Damit sind die Feiertage gerettet. Bis zum nächsten Mal. Und was? Oettinger. Nein, das war richtig gut. Hamburger Royal TS. 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 Okay.